Oftmals mache ich so, dass aus den Skizzen, in denen ich eigentlich nur Eindrücke und Details sammle, wie diese Enten hier oder das Segelboot, dann Reiseaquarelle entstehen. Das heißt, ich male nicht die Landschaft ab, sondern komponiere diese Details zu einem Aquarell. Und das werde ich jetzt mal zeigen, wie das entsteht. Das Erste, was ich mache, wenn ich ein weißes Blatt Papier vor mir habe und dort ein Aquarell raufbringen will, ist, dass ich das Bildformat auf das Papierformat setze. Das heißt, ich gehe niemals bis zum Rand, setze eine Horizontlinie hier am See weit unten, den Hintergrund und dann übertrage ich die Details, arrangiere sie. Das Segelboot zum Beispiel würde ich hier in den goldenen Schnitt setzen. Das heißt nicht dorthin, wo es wirklich war, sondern ich komponiere das. Ich setze das zusammen. Dabei habe ich mir mein Aquarellpapier auf so eine Pappe geheftet, um sie rumzudrehen und so eben sehr günstig ranzukommen, um die Vorzeichnung anzulegen. So, das habe ich jetzt gemacht und dann kann das Aquarellieren schon losgehen. Weitere Details werde ich später ergänzen, aber beginnen tue ich erstmal mit der Vorzeichnung. Ich habe hier wieder Aquarell-Horadam-Farben, mit denen ich aquarelliere, und ich habe da meine Standardfarben, zum Beispiel dieses Ultramarin für so einen Sommertag, wie er heute ist, setze ich für den Himmel ein. Das sind so genormte Sachen. Wasser stelle ich so dar, indem ich in das Ultramarin etwas Ocker reingrebe oder gleich Grün, was ich mir hier vorher angemischt habe, was ich für eine andere Zeichnung genommen habe. Denn das Wasser ist immer die Reflexion des Himmels. Deswegen ist es nicht so blau wie der Himmel selbst. Je weiter ich nach vorne komme, desto mehr Farbe trage ich auf. Das sorgt für eine bestimmte Raumtiefe. Es gibt verschiedene Arten, Tiefe zu erzeugen. Eins ist die Farbperspektive, das heißt, alle Farben, die hinten aufgetragen werden, enthalten mehr Blautöne. Alle Farben, die weiter nach vorne kommen, erhalten mehr warme Töne. Ocker zum Beispiel, Rot oder ein warmes Grün. Und es gibt Luftperspektive, das heißt, alles, was vorne ist, ist kräftiger und alles, was hinten ist, ist etwas flauer. Ich arbeite gleichzeitig an mehreren Aquarellen, um Trockenphasen einzuhalten. Dieses Aquarell zum Beispiel ist jetzt noch feucht und ich beginne ein neues, um diese Zeiten zu überbrücken, während das trocknet. Auch hier mache ich so, dass ich das Aquarellpapier festhefte, auf einer Pappe mir ein Bildformat vorzeichne. Und das gleiche nochmal probiere. Ich mache das mal im Hochformat, um auch mal einen Unterschied zu zeigen. Hier auch wieder ein Bildformat auf das Papierformat, einen Horizont und dann einen Hintergrund. Und wie gesagt, die Orientierung daran sind diese Vorzeichnungen. Hier habe ich zum Beispiel einen Hintergrund mal festgelegt oder gesehen, wo sich zwei Baumreihen überschneiden. Das hier die vordere, das die hintere. Sowas übertrage ich dann. Diese Erlen hier im Hintergrund sind einmal mehr zu sehen und einmal im Hintergrund etwas flauer. Das zeichne ich auch vor. Das Segelboot nehme ich auch mal mit rein. Oder nein, ich nehme mal die Enten rein. Ja, mache dann Aquarell mit den Enten, denn die flogen hier zum Teil an mir vorbei. Hier habe ich es skizziert und diese Skizze übertrage ich jetzt auf das Aquarell, um hier die Enten darzustellen. Wie gesagt, ich arrangiere das, ich setze sie dorthin, wo sie gut hinpassen. Hier fliegen sie durchs Bild und nicht dort, wo ich sie dann unbedingt gesehen habe, wobei sie sich natürlich sowieso bewegen und ich dann dort selbst die Position bestimmen kann. So, nach der Vorzeichnung beginne ich auch wieder hinten mit dem Himmel, mit der hellsten Farbe. Es gibt verschiedene Arten, Wolken darzustellen oder den Himmel darzustellen. Ich schiebe hier einfach mal die Farbe rüber. Es gibt komplexere Sachen, aber das wirkt sehr, sehr locker. Und das ist das Wichtige, dass ein Aquarell auch immer wie ein Aquarell aussieht und nicht wie ein abgemaltes Foto. Die Technik zeige ich hier eben lasieren. Ist hier die Technik, die ich anwende, und der Pinselstrich sollte noch schön zu erkennen sein. Ich
kann auch hier ruhig über die Vögel rübergehen, denn nachher werden sie dunkler dargestellt. Und so kann ich sehr gut den Himmel kolorieren. Oben am Himmel gibt es noch ein bisschen mehr Blautöne, so entsteht mehr Räumlichkeit. So. An so einem Sommertag. Und bei Aquarellfarbe, diese Horadam-Aquarellfarbe von Schminke, ist sehr hoch pigmentiert. Also sie reicht sehr lange, diese kleinen Näpfe reichen sehr lange. Und sie erhellt sich, oder sie wird ein bisschen heller beim Trocknen. Daran kann man denken, man sollte nicht zu kräftig werden. Aber wenn es eben zu flau ist, dann ist sie eben nur sehr zart aufgetragen. Und im Gegensatz zu anderen Farben, Ölfarbe oder Acrylfarbe zum Beispiel, ist es so, dass sie noch heller wird. Daran kann man so ein bisschen denken. Bei dem ersten Aquarell, das ist jetzt getrocknet und ich kann den Hintergrund auf den Himmel tragen mit einem Blaugrau. Das Segel spare ich aus. Sehr undetailliert, sehr flau, sodass die gesamte Farbfläche in den Hintergrund tritt. Und im Vordergrund werde ich ein bisschen mehr Farbe nehmen. Ich mische mir in das Blau Ocker rein, um hier ein Blaugrün zu erreichen, was sehr schön diesen Waldrand, diesen Erlenrand, Erlenhain dort an dem Ufer zeigt oder suggeriert. Das Wasser hat die gleiche Farbe. Ich werde mal einen dünneren Pinsel nehmen. Ich habe 4 Pinsel in der Regel, Größe 2, 4, 6 und 10. Die ich verwende. Hier vorne kann ich schon mal ein paar Details auftragen. Die Wellenkräuselung zeige ich hier, aber nicht überall. Vorne gibt es die meisten Details im Bild, die ich hier schon mal auftrage, weil der Vordergrund trocken ist. So. Und auch hier kann ich ein paar Wasservögel zeigen. Oder nee, ich mach's mal. Ich kann hier mal ein bisschen Gras, Ufergras zeigen, was ich hier andeute. Und ich entkopple das Aquarellieren vom Mal, Entschuldigung, ich entkopple das Zeichnen vom Malen. Das heißt, ich zeichne es immer vor mit dem Bleistift, damit ich dann mit dem Pinsel mehr Sicherheit habe, mich auf die Farbe, den Farbauftrag konzentrieren kann und dann sehr souverän die Pinselstriche setzen kann. Im Vordergrund, wie gesagt, die meisten Kontraste und auch die wärmsten Farben. Und dabei kann man nicht nur die Pinselhaare zum Einsatz kommen lassen, sondern die Pinselstiele sind meistens so ein bisschen spitz. Und auch hiermit kann ich die Farbe auf dem Blatt verteilen und hier Ritzungen vornehmen, die nochmal die Struktur im Vordergrund betonen. Ich hatte hier ein Segelboot skizziert. Und wenn ich mit dem Bleistift skizziere, dann schreibe ich mir die Farben ran, wenn ich es mir nicht merken kann. Hier zum Beispiel das Segel ist rot. Ja, so kann ich später, manchmal Tage später, wenn ich das Aquarell anlege, mich daran erinnern, welche Farbe verschiedene Details haben. Und so kann ich jetzt dieses Segelboot hier mit roter Farbe kolorieren, radieren und zeichnen. Auf dem Aquarellkarton sollte möglichst nicht so umfangreich passieren, weil sich sehr schnell der Stift in das Papier eingraviert. So, dieses Zinnoberrot mische ich mal ein bisschen mit Sienna gebrannt, um es nicht so knallig zu machen, sondern um eine schöne Landschaftsfarbe zu haben. So, dieses Rotbraun von Sienna gebrannt, das mag ich sehr, nehme ich sehr gerne. Auch oftmals als Ersatz von Zinnoberrot, was ich auch im Aquarellkasten habe. Und wie gesagt, die Farben sind sehr ergiebig, also da reicht sehr, sehr wenig Farbe, um kräftige Farbtöne, leuchtende Farbtöne zu haben. Und das Wesen des Aquarells ist es, dass man die Farben transparent aufträgt und das Weiß des Papiers durchscheinen lässt, durch die Farbe und so eben sehr brillante Farben erhält. Der Rumpf des Schiffes, es war ein Holzschiff, war braun. Diese Holzstruktur setze ich hier auch durch diese waagerechten Linien, deute ich die ein bisschen an. Und ein Bild wird interessant, wenn auch ein paar Besatzungsmitglieder da drauf sind. So, hier deute ich mal zwei Leute an, die dort segeln gegangen sind.
Eine Reflexion kann ich hier auch angeben. Die Reflexion ist immer die Spiegelung der Realität. Das heißt, sie ist nicht so detailliert wie das Objekt selbst, was ich aquarelliere. Und deswegen feuchte ich hier erstmal den Aquarellkarton an und lasse dann die Farbe sehr vage verlaufen in dem angefeuchteten Papier. Gut. Das ist eins. Jetzt kann ich lasierend hier über das Wasser rübergehen, was ich jetzt erstmal nur sehr vage gemacht habe. Gehe ich lasierend rüber, um hier diese Längsstruktur des Wassers zu zeigen. Ich bin, wie gesagt, nicht bis zum Rand gegangen. Das ist sehr wichtig für mich, weil das Aquarell eine sehr eigenständige Malart ist und ich diese Zufälle wie diesen Wasserrand hier zum Beispiel sehr gerne stehen lasse und damit eben zeige, das ist kein Foto, das ist ein Aquarell. Komme ich wieder zu meinem anderen Bild mit den Enden. Auch das ist jetzt trocken. Ich spanne mir das und das halte ich für sehr wichtig, immer auf eine Pappe, um damit agieren zu können, um es drehen zu können. Und auch hier lege ich zuerst den Hintergrund an, koloriere ich den Hintergrund und radiere hier ein paar Linien weg. Meine Bildbegrenzung. Im Nachhinein kann man Linien schwerer wegradieren. Zum Teil radiert man die Farbe weg. Und deswegen mache ich das nur sehr zart, dass ich das anlege. So, der hintere Bereich eben auch mit sehr viel Blau und sehr dezent. Und dieser vordere Rand mit den Erlen, diese Baumkante, das etwas deckender. Aber dennoch ist der Blauanteil in dem Grün hier etwas stärker, als wenn das im Vordergrund wäre, als die Wiese, die ich bei dem anderen Bild angelegt habe. Muss ja auch die Trocknungsphasen beachten. So. Okay. Doch das spiegelt sich hier ein bisschen in dem Wasser wieder. Ich kann auch mit dem Bleistift hier weiter zeichnen, denn der Bleistift ist wasserdicht. Und hier lasse ich mal eine Kombination aus Bleistift und Aquarell entstehen. So, Flugenden sind braun. Ich nehme mal hier ein bisschen Umbra gebrannt. Und ich gehe auch hier erstmal vom Zarten ins Dunkle. Ja, erstmal andeuten, später kann man nachdunkeln. Auf der Oberseite der Flügel ist sind die Federn eh heller. So. Und das werde ich nachher nochmal nacharbeiten, wenn die Trocknungsphase fertig ist, wenn das Papier und die Farbe getrocknet sind, sodass die Farben nicht ineinander laufen, sondern klar getrennt voneinander sich auf das Papier legen. So. Details kann ich mit dem Bleistift nacharbeiten. Auch hier nutze ich die Möglichkeit des Kombinierens von Bleistiftlinie und Horadam Aquarellfarben. So, das lasse ich auch wiederum trocknen und bei unserem ersten Aquarell kann ich schon mal Bleistiftlinien wegradieren. An so einem sonnigen Tag trocknet das sehr schnell. Ab und an nehme ich auch, wenn ich in einem Hotel sowas mache, sowas umsetze, benutze ich auch einen Föhn, aber ich würde mir jetzt keinen auf die Reise mitnehmen, sondern dann arbeite ich lieber an mehreren Aquarellen gleichzeitig, um
die Trockenphasen, die beim Aquarellieren notwendig sind, einzuhalten. Ich radiere immer so, wie ich gemalt habe. Das heißt, dass ich jetzt hier waagerecht die Linien wegradiere, auch wenn sie senkrecht sind, um zu vermeiden, dass man sieht, dass hier radiert wurde. Ich finde es immer sehr schön, wenn ganz souverän nachher die Zeichnung, das Aquarell, nicht die Zeichnung, das Aquarell, die Farbe auf dem Papier ist und das alles sehr leicht aussieht, dadurch, dass ich vorher eine Vorzeichnung gemacht habe. Akzente setze ich bei der Bootsbesatzung, dann nehme ich mal so ein Cylinblau, was eine sehr unnatürliche Landschaftsfarbe ist, und ein Zinnoberrot, auch eben als Kontrast für die, gegen die Farben, die in der Landschaft auftauchen, die in der Landschaft sind. Hier noch die Köpfe und ein paar Akzente setze ich auch noch, zum Beispiel das Gelb hier an den Bug. Das können irgendwelche die Kajüten sein. Einen gelben Wimpel obendrauf, also dort eben Akzente, die farbig sind und die nochmal die natürlichen Töne kontrastieren und in der Wirkung steigern. Aquarellfarben sind sehr brillante Farben, besonders wenn sie eben auf rein weißem Karton aufgetragen werden und wenn nicht zu viel gemischt wird, also ich mische maximal 3 Farben miteinander, möglichst nur 2, aber das mag ich sehr, dass ich hier mir Grüntöne mische, die eben sehr variieren und die ich auch hier schön einsetze. In Helligkeiten, in fast Gelbtönen und dann eben als Kontrast dazu Blautöne, die auch den Vordergrund betonen, der sehr kontrastreich ist und dem Bild Tiefe bringt. Ich habe in meiner Skizze dieses Segelboot, was ich hier übertragen habe, und ich habe da noch mehr Details, die mir später gar nicht mehr einfallen würden, die ich aber in meinem Skizzenbuch habe und die übertrage ich dann. Dieses Skizzenbuch nutze ich, um mich daran zu erinnern, was waren da noch für Sachen. Zum Beispiel habe ich hier so einen Erlenhain. Dies hier am Ufer stehen Erlen, die auseinandergehen. Wie die Form dieser Erlen ist, das sehe ich sehr gut an der Skizze und das kann ich hier übertragen als sogenannter Bildstopper. Das heißt, ich führe den Blick des Betrachters in das Bild hinein, von links unten nach rechts oben. Und hier gebe ich auch meine Uferkante an und bremse den Blick des Betrachters dadurch, dass ich hier diese Erlen andeute und damit noch mehr räumliche Tiefe habe. Immer, wie gesagt, mit dem Bleistift vor und dann mit Aquarellfarben koloriere. Und im Vordergrund sind die wärmsten Farben, die stärksten Kontraste. Und ich wechsle die Farben dieser Erlen. Die sind eben nicht so grau wie in der Natur, sondern ich mache sie schön Sienna gebrannt mit warmen Farben. Setze ich sie hier rein, um sie im Kontrast zu den natürlichen kühleren Tönen im Hintergrund einzusetzen und zu haben, um das Bild interessant zu machen. Und ich gucke dann immer mal an, wie hängen hier die Äste runter. Sie hängen zum Teil ins Wasser. Es sind Laubbäume, wo die Äste rauswachsen aus den Stämmen. So. Und im Frühjahr eben auch sehr farbige, sehr gelblich warme, satte Blätter treiben, die ich dann hier auch noch andeute. Und schon kriegt das ganze Bild sehr viel mehr räumliche Tiefe, die ich hier mit Hilfe der Fantasie des Betrachters anlege. Also es müssen gar nicht Blätter sein, sondern es sind einfach farbige Punkte, die zu Blattwerk werden, wenn sie um diese Äste herum tanzen, sage ich mal. So, ein bisschen von dem Gras lege ich hier auch an und trage ich hier rüber. Und wie gesagt, ich habe es mit dem Bleistift vorher skizziert und jetzt kann ich hier sehr locker arbeiten, sehr souverän arbeiten und damit diese Leichtigkeit, die das Aquarell ausmacht, zeigen. So, ich werde noch an eine Seite Schatten legen. Das Licht kommt von hier. Ich schaffe immer eindeutige Lichtverhältnisse, um die Dreidimensionalität zu betonen. Und an der lichtabgewandten Seite verstärke ich nochmal die Dunkelheit.
mit dem Bleistift oder auch mit Aquarellfarben. Aber wichtig ist, dass es eben sehr eindeutige Lichtverhältnisse sind, um hier Räumlichkeit erscheinen zu lassen und um das nicht einfach platt wirken zu lassen. Bei den Enden setze ich auch noch ein paar Details. Die Köpfe sollten sehr klar gezeichnet sein, denn da schaut der Betrachter hin. Man schaut Menschen wie auch Tieren immer ins Gesicht. Die Füße und so interessieren gar nicht, aber die Köpfe schon. Entweder man abstrahiert das nur oder man zeichnet sie doch recht deutlich, um hier das Bild gut aussehen zu lassen. So, ein bisschen Dunkelheit noch an der schattigen Seite der Flügel. Von oben kommt das Licht, unten ist kaum Licht. Kriegt der Flügel hier noch Schatten. Hier wiederholt sich das nochmal, hier eben auch. Hier feuchte ich den Bauch nochmal an, um die Farbe reinlaufen zu lassen, vom hellen in so einen mittelbraunen Ton und da eben auch nochmal Akzente zu setzen. Gut, das ist es eigentlich im Großen. So, hier habe ich aus der Skizze, aus den Erlen, aus verschiedenen Details was zusammengebaut. Hier sieht man diese Erlen, die hier wieder auftauchen. Als Anregung dient mir dieses Skizzenheft und hier habe ich das gleiche im Segelboot gemacht. Ich habe all diese Sachen, auch Farben, die ich benutze und so weiter, in meinem Buch Reisemomente skizzieren, aquarellieren und kollagieren festgehalten, wo ich auch eben zeige, nicht nur wie man Skizzen macht, sondern auch wie die einzelnen Aquarelltechniken funktionieren und wie man mit Horadam Aquarellfarben hier wunderschöne Aquarelle entstehen lassen kann.